So, wir warten immer noch auf Sarah, dass sie uns antwortet. Und hoffe mal, dass sie das auch bald tut. Wir müssen ja darauf warten, dass es den Gazellen wieder gut geht. Wenn du eine der Gazellen anwählst, wirst du auch sehen, dass deine ausgewogene Ernährung auch Mineralien gehören. Genau. Haben wir ja eigentlich gemacht. Vielleicht haben wir diesen Stein zu früh gesetzt und die. Du kannst nun beobachten, wie die. So, für eine gesunde Ernährung der Gazellen wäre nun gesorgt. Kommen wir nun zur Körperpflege. Okay. Sehr viele Tiere mit einem Fell benötigen sogenannte Kratzstellen. Haben wir auch schon Wenn du gesagt? mal eine Katze hattest, weißt du, was ich meine. Gazellen haben auch ein schönes Fell, das gepflegt werden möchte. Und dazu bedarf es einer Stelle, an der sich die Gazellen kratzen können. Hab ich doch schon. Oh. Kann man das wieder abreißen? Oh Gott, ich muss niesen. Ah. Gut. Keine Angst. Habe ich rausgelöscht. So. Ja, die wollen jetzt wieder eine Kratzstelle haben. Dummerweise haben wir die schon gebaut. Wir müssen jetzt nochmal eine bauen, damit das Programm weiß, alles klar, da ist eine, wir sind nicht blöd. Versuche doch mal eine Kratzvorrichtung Nein. im Bereich. Gut gemacht. Ja. Die Gazellen sind nun komplett zufriedengestellt. Ich dachte Wenn du schon. möchtest, können wir uns nun an die Gestaltung des neuen Gnu-Geheges machen. Ein Tierhändler hat uns bereits informiert, dass er ein paar Gnus anzubieten hat. Wenn du bereit bist, folge mir bitte. Ja, ich folge. Wo bist du hin? Sarah, du kannst doch nicht einfach sagen, ich soll dir folgen und dann einfach losgehen und du bist schon weg. Sarah? Sarah! Da hinten steht sie. Okay. Hallo, Sarah. Wir planen genau an dieser Stelle die Errichtung eines Geheges, welches eine Herde von bis zu 5 Gnus aufnehmen kann. Einen Teil der Gehegeeinzäunung haben wir bereits vorbereitet. Ich möchte dich nun bitten, die Einzäunung zu vervollständigen. Du findest Zäune wie gewohnt im Bereich Gehegebau. Tipp: Wie gewohnt. Setze in den Gehegezaun auch ein Tor, damit das Personal auch jederzeit von außen in die Gehege gelangen kann. Aber das war schon ein Tor. Na gut. Wir nehmen den Bambuszaun und legen den hier an und bauen hier durch. Lass uns nun schauen, ob die Gnus bereits geliefert werden können. Gehe dazu in den Bereich Tierhandel links oben. Du befindest dich nun in einer Art Marktplatz für Tiere. Hier treffen immer wieder Angebote über Wildtiere von professionellen Tierhändlern, regional oder gar weltweit ein. Wildtiere, wie wir sie benötigen, dürfen nur mit entsprechenden Lizenzen gehandelt werden. Das wird sehr streng überwacht. Ah, ist doch gut so. Siehe da, unser Gnu-Händler bietet nun seine Tiere an. Dann sollten wir mal schleunigst zuschlagen. Wir nehmen zunächst mal einen Gnu. Es ist besser, wenn wir erst lernen, mit einem Tier umzugehen, bevor wir die ganze Herde bilden. Na gut. Wähle also nun ein Gnu an und gehe auf Kaufen unten rechts im Menü. Wähle anschließend den Ort, an dem das Gnu abgesetzt werden soll. Okay. So. Wir haben ja also 2 Gnus. Ich würde dir sagen, dass das hier unten die Anzeige ist, wie teuer das Ding ist. Das Viech. 300 und hier haben wir eins, kostet nur 100. Ist aber schon 8 Jahre alt. Ja, komm, wir nehmen das alte Vieh. Und hier unten können wir es kaufen. Gut. Toll, das wäre geschafft. Es ist immer wieder aufregend, wenn ein solch prächtiges Tier hier ankommt. Ja, hat sich gleich hingelegt. Ist halt ein bisschen älter, ne? Der alte Junge. Du kannst das Gnu nun jederzeit anwählen und an einen anderen Ort versetzen. Es sollte aber jetzt innerhalb der neuen Umzäunung gehalten werden, sonst wirst du Ärger mit Enrique bekommen, befürchte Nee, ich. das würde ich nicht. Enrique mag mich. Ich mag auch Enrique. Anhand des Gazellengeheges hast du ja bereits gelernt, wie das Gehege eines Huftieres eingerichtet werden sollte. Versuche nun, das Gnu ebenfalls zufriedenzustellen. Ein Tipp vielleicht noch. Du kannst dir vieles auch beim Gazellengehege abschauen. Ha. Okay.
Da ich aber das nicht brauche, weil ich ein unglaublicher Profi bin in diesem Spiel und man ja schon sieht, dass der Durst hat, das Viech, dann werden wir doch einfach mal eine Tränke hinstellen. Stellen wir die doch mal in die Mitte. Schön in den Schatten. So. Los. Hol es dir. Tu es. Tu es. Tu es. Da. Hin. Das ist halt ein alter Junge, ne? Kann man den eigentlich einen Namen geben, so wie den anderen Tieren? Cute. Das ist der alte Fritz. Alte Fritz, also alter Fritz. Natürlich. Haha. Sehr schön. So, was braucht denn der alte Fritz noch? Das erfrischt, wie macht das? Ah, er braucht Mineralien. Also hier wie so ein Steckstein. Den stellen wir mal hier hin. Und dann frisst er bestimmt doch irgendwas. Ich würde mich gerne an etwas kratzen. Auch das kriegen wir hin, hier. Da. Und, ah ja, er wollte was zu fressen. Was frisst er denn? Gräser? Was sehe ich das hier, eine Keule? Gräser. Eigentlich habe ich ja genügend Gras, aber gut. Machen wir hier so eine Futterkrippe und da ja hier überall, hier sind ja, eigentlich laufen hier ja auch Leute lang. Die wollen ja auch mal was sehen vom Tier und am besten ist es, wenn die Futterkrippe, finde ich, in der Nähe ist vom, ne, von hier, von den, von der Umzäunung. Da können die Tiere sehen, die Menschen. Oh toll, da ist ein Gnu. Und es frisst und wir können es direkt angucken und es ist voll schön und bla bla bla. Gut gemacht. Das Gnu hat sich bereits gut eingelebt. Allerdings will es als Herdentier, wie du weißt, eine ausreichende Anzahl Artgenossen in seiner Nähe haben. Versuche nun weitere Gnus in das Gehege zu holen, bis die ganze Herde glücklich und zufrieden ist. So, woher weiß ich denn, wie groß so eine Herde ist? Steht es hier irgendwo? Nö, natürlich nicht. Okay. Was haben wir denn hier? Noch ein paar alte. Oh, 14 Jahre alt. Und ich dachte schon, der Fritz ist alt, aber gut. Gut, den kaufen wir, der ist günstig. Und dann haben wir hier noch einen. Das ist noch so ein Junge. Und dann haben wir hier eine Kuh. Eine Kuh ist doch gut. Kriegen wir auch noch an. Dann kaufen wir das letzte einfach auch noch ein. So. Ja, geht doch was trinken, nein, das sind Tränke. Ja, wunderbar. Nicht den Zoowärter umhauen. Ist das unser Fritz? Wir sehen ja nicht. Ja, das ist der Fritz. Fritz, geh aus den Zoowärter raus. Geh aus ihn raus. Geh aus ihn raus. Der Fritz ist jetzt sehr zutraulich. Da darf man nicht mit einem Eimer ins Gehege kommen, sonst geht er nicht mehr aus einem raus. Ja, also die ganze Herde braucht ein bisschen länger, wie es aussieht, um glücklich zu werden. Guck mal, der frisst ja hier direkt das Gras. Wir haben auch frisches Gras, also frisches Gras aus der Tiefkühltruhe. Schaut schon ein bisschen doof aus, oder? Guck mal, wo die Augen sind. Okay. Ich bin so stolz auf dich. Ja. Du hast es tatsächlich geschafft, sämtliche Gnus glücklich zu machen. Hier wären wir also fürs Erste fertig. Toll, Sarah. Ja, dann wünsche ich dir erstmal noch einen schönen Tag, Sarah. Mach's gut, ne? Und... Ich möchte jetzt unseren Gärtner Nelson vorstellen. Hm. Er steht an der Jeepbahn im Gazellengehege und kümmert sich gerade um die Bepflanzung dort. Du kannst ihm dort etwas zur Hand gehen. Oh Mann. Okay, zum Gärtner. Den hatten wir noch schon mal... Genau, das... Hallo Nelson! Die Gazellen sind übrigens recht scheue Tiere. Deshalb ist es besonders schwierig, die Besucher des Parks nahe an diese heranzuführen, ohne sie zu verängstigen.
Aus diesem Grund möchten wir hier die Jeepbahn mit einer Reihe Orangenbäume verdecken. Den Bäumen geht's aber nicht besonders gut, oder? Leider sind unsere Orangenbäume wohl durch die Anlieferung schon recht verkümmert und du kannst Nelson helfen, sie wieder aufzupäppeln. Recht verkümmert? Lehne bitte mal einen der Orangenbäume entlang der Jeepbahn an. Dann siehst du, dass diese offensichtlich nicht ganz mit dem Boden hier zufrieden sind. Ja. Damit also unsere Orangenbäume gut gedeihen und auch mal schöne Früchte tragen, sollten wir eine gute Erde heranschaffen. Wähle mal den blinkenden Schalter links oben an. Dort stehen verschiedene Böden zur Auswahl. Versuche nun, einen Boden mit einer geeigneten Bodenhärte für die Orangenbäume auszuwählen und entlang der Allee mit der Maus zu setzen. Welcher Boden für die Orangenbäume geeignet ist, kannst du über die Anwahl eines Baumes und anschließender Anwahl des Schalters Details rechts unten. Haha. Gut. Bodenhärte 35 bis 70. Und der hat 80. Wir brauchen irgendwas mit 70. 60, 20, 50. Was habe ich gesagt? 35 bis 70, ne, das ist doch das hier perfekt. Kann man das irgendwie kleiner machen? Flup. Schip. Sieht doch viel schöner aus. Wer hat sich denn das ausgedacht, dass da... Echt? Ah. Sehr gut. Ja. Dieser Boden passt für die Orangenbäume. Wir wollen nun eine richtige Allee von Orangenbäumen entlang der Jeepbahn anlegen. Oh, guck mal. Die wachsen. Findest du links oben beim blinkenden Schalter. Orangenbäume findest du unter den subtropischen Pflanzen. Wähle den Orangenbaum aus. Gehe dann auf den Schalter Kaufen am unteren Ende des Menüs und setze weitere 8 Orangenbäume entlang der Jeepbahn. 8 weitere. Okay. 8? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Merke dir! Pflanzen sind auch Lebewesen, um die man sich kümmern sollte, damit sie schön aufblühen können und nicht verkümmern. Sieh also zu, dass die Bäume so schnell wie möglich den richtigen Boden erhalten. Ja, mach ich. Ja, ich meine, Pflanzen sind auch nur Menschen. Das ist ganz besonders wichtig. Na, das sieht ja schon ganz gut aus. Die Allee kann nun richtig aufblühen. Unser Gärtner Nelson wird zusehen, dass die Pflanzen immer gut bewässert und gedüngt sind. Vielleicht tragen sie sogar bald schöne, saftige Orangen, die die Besucher zum Greifen nahe haben. Oh, das ist ja voll clever. Dein Praktikum geht dem Ende entgegen. Als zusätzliche Belohnung erhältst du eine vergoldete afrikanische Skulptur. Wow. Solltest du später mal einen eigenen Park haben, kannst du sie dort aufstellen. Tipp: Du wirst im Laufe des Spiels immer wieder Geschenke erhalten. Du kannst sie dir ansehen, wenn du die Schaltfläche rechts oben anwählst. Gratulation! Du hast dein Praktikum in Südafrika erfolgreich abgeschlossen. Boah, voll die Pornostimme, ey. Gratulation, du hast dein Praktikum in Südafrika erfolgreich abgeschlossen. Okay. Möchtest du mit der nächsten Mission fortfahren? Ja, unbedingt! Das ist mir wirklich eine große Freude, ja? Yeah? Ja, schon sind wir in der nächsten Mission. So schnell kann das gehen. Deine Suche nach einem geeigneten Tierpark für das Sammeln erster Erfahrungen im Bereich Personalmanagement hat Erfolg. Am Rande der Stadt wird nämlich gerade ein neuer Wildlife-Park aufgebaut. Der Direktor des Parks hat dich persönlich eingeladen und freut sich bereits auf deine Bekanntschaft. Ja, das ist ja voll toll. So, aber wir machen erst in der nächsten Folge weiter und gucken uns diesen neuen Wildlife Park an. Ich sag jetzt erstmal Tschüss und wir sehen uns. Bis dann, ne? Ciao.